Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Es geht wieder weiter. Aktuell sind wir hier noch im Jabu Jabus Bauch und haben im letzten Part herausgefunden, dass man sich hier auf den Controller-Stick stellen kann und halt einfach, in ein anderes Level entschweben kann und wir dann halt offiziell einfach im Banjo-Raising sind. Ich habe halt keinen Plan, was das eigentlich soll. Aber wir können hier ein paar Sachen sammeln. Das ist schon mal viel wert. So. Ein paar goldene Federn. Das ist nicht schlecht. Hier steht Exit drauf. Da gehen wir nicht rein. So. Goldene Federn sind immer cool. Frage ist halt wirklich, was machen wir jetzt hier? Warum sind wir hier? Ist es einfach nur so ein Gag? Und du sollst halt hier mal ein bisschen rumeiern. Aha, rumeiern. So, das wollte ich jetzt gar nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Eier. Dementsprechend springe ich ja gerade auch ein bisschen in die Boxen rein. Gott, ich hoffe, der Stier, der ist aber nicht böse. Jo, Eier, 7 Stück. Ich hoffe halt, dass wir mit den Eiern irgendwie das auch hinbekommen, das Krokodil so zu füttern. Ah, okay. Müssen wir hier wirklich ein Rennen fahren? Müssen wir wirklich... Okay, hier sind keine Eier mehr drin. Müssen wir wirklich unter einer bestimmten Zeit irgendwie ins Ziel kommen? So nicht. So, hier waren wir schon drin. Da ist ein Exit. Okay, da war noch ein Leben drin. Und hier ist das Siegertreppchen. So, jetzt ist aber die Frage, bekommt man da irgendwas? Yay! Erster Platz. Nicht wirklich, ne? Gott. Und hier passiert halt nichts. Da ist ein Puzzleteil. Okay, ich glaube, ich muss die wirklich hier besiegen. Da gibt es wirklich das letzte Puzzleteil, glaube ich. Oder eins, sage ich mal. So, warte, die Feder hole ich mir noch. Dann haben wir 10. Und Puzzleteil. Jetzt ist es auf dem Siegertreppchen. Jawohl, hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen. Ah, und das geht jetzt auf Zeit. Ah, okay, ich verstehe. Okay, das heißt, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Schuhe. Zum Glück bin ich die Strecke schon mal abgerannt. Warum startet das nicht erst, wenn ich über die Ziellinie gehe? Das ist unfair. So. Let's go. Hab's auf jeden Fall verstanden. Ob wir das jetzt schaffen, ist halt die andere Frage. Aber jetzt auf jeden Fall wirklich ein Banjo-Raising. Kann ich hier drüber hüpfen? Ich kann hier nicht drüber hüpfen. Shit. Hey, wie sollst du das denn schaffen? Ja, ja. Okay, das muss schneller gehen. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das mache. Aber ich scheine die hier die ganze Zeit behalten zu können, die Schuhe, oder? Ich habe hier, glaube ich, kein Limit auf den Schuhen. Dementsprechend hätte ich mal gesagt, ich hole sie mir nochmal ganz kurz neu. Hallo? Banjo? Ach so, aber nein, das geht ja nicht. Weil wenn ich da drauf hüpfe... Ja, das wird nichts, ne? So, komm, komm, komm. Aber ich kann hier... ja einfach abkürzen, ne? Ich werde ja nicht langsamer... so wie bei Mario Kart. Shit. Oh ja. Ich werde nicht langsamer wie bei Mario Kart, wenn ich hier...
über den Sandlauf. Dementsprechend könnte es möglich sein. Nein, ach, diese Kamera. Diese blöde Kamera, ganz ehrlich. Komm schon. Shit, ey, wie soll... Alter, wow. Ich habe auch keine Ideen gerade mehr, wie ich das auch schaffen soll. Ich bin eigentlich schon maximal schnell. Sind hier auch irgendwo Schuhe drin? Nee, da war ja... Nee, da waren überall keine Schuhe drin. Wie knapp das aber auch getimed ist, ne? Okay, nochmal auf ein neues. Irgendwie muss es ja schaffbar sein. So schon mal nicht. Kann ich nochmal neu anfangen? Okay. Das mit dem Timer resetten funktioniert ganz gut. So, let's go. Erstmal muss ich irgendwie ganz schnell Schuhe bekommen. Ganz toll. Wie soll ich denn das machen? Man müsste irgendwie anders den Timer resetten können. Nee, das hat nicht geklappt. So, let's go. Ich muss irgendwie richtig geil an die Schuhe rankommen. So, gleich kommt dieser Kamera-Switch. Yo, geilo. Wir haben es geschafft, Leute. Boah, das war auch heftig. Das ist echt sehr knapp bemessen. Aber gut, jetzt bin ich mir auf jeden Fall sicher. Wenn wir wahrscheinlich den Vater retten von ihm hier, dann bekommen wir den Jinjo. Ist mal, ist das einzige Fazit, was irgendwie Sinn ergibt, oder? Ich glaube schon. Da bekommen wir dann ein Puzzleteil. Das andere Puzzleteil ist für das Krokodil. So, da gehen wir jetzt nochmal hin. Und hoffe, dass ich mit meinen, ich glaube, 10 Eiern, die ich mittlerweile jetzt gefarmt habe, nochmal irgendwie in den Mund des Krokodils reintreffe. Das wäre schon irgendwie geil. Ba-ba-ba-ba. Wir haben halt echt gar keine Eier mehr, ne? Das muss ich dann erstmal wieder schön auffarmen in einem anderen Level. So, ich hoffe, er sitzt noch da. Bitte, bitte. Ja, ich höre noch klapsen. Ja, wir haben's. Okay, und da ist Puzzle Nummer 9. Das letzte ist jetzt wirklich für die Jinjo. Wo wir aber aktuell noch nichts machen können, denn wir müssen, glaube ich, erst den Vater retten. Aber das haben wir jetzt auch hier gelöst. Gott sei Dank. Ah, schön. Die ganzen komplexen Dinge, sage ich mal, sind geschafft. Die ganzen Jinjos, ja, ich sag mal, da war einer versteckt. Also hier ist einer versteckt. Da oben ist einer versteckt. Da in der Kuhle ist einer versteckt. Hier unten ist einer versteckt. Ist da oben noch einer versteckt gewesen? Ich weiß es gar nicht. Oder unten bei den Zorras irgendwo. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in die verlorenen Wälder. Denn, ja, da können wir womöglich den Vater retten. Und damit halt dann den Jinjo befreien. Ist zumindest das Einzige, was für mich gerade Sinn ergibt, weil ich weiß nicht, wie ich sonst an den Rand kommen soll. Wenn ich falsch liegen sollte, schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare. Dann habe ich zwar sowieso zu spät gelesen, aber dann weiß ich, dass ich den auf jeden Fall so bekomme. Jo. So machen wir das.
So, ich eier jetzt erstmal zurück in ein... In den Kokiri-Wald und damit in die verlorenen Wälder. Shit. Ist halt wirklich traurig, dass ich das Level jetzt nochmal verlassen muss. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich halt straight als erstes zu Lord Yabu Yabu gegangen. Hätte dann den Schalter aktiviert und wäre dann in die verlorenen Wälder. Aber jetzt müssen wir erstmal das Level verlassen. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir haben wirklich einen guten Job gemacht. Können stolz auf uns sein. Gott, ey. Diese blöden Bienen. So, und haben damit auch heute immer noch 10 Minuten in dieser Folge. Da sind zum Beispiel Eier. So. Ich nutze mal den Lauf des Flusses, um mir noch ein paar schöne Eier zu holen. Die wir jetzt auf jeden Fall wieder brauchen. Wäre schon geil, wenn wir irgendwie wieder auf die 100 Eier kommen. Oder 80, ich weiß gerade gar nicht, was das Maximum war. Auf jeden Fall mehr als 0, ne? Bitte, bitte. Na, ich hasse das. Wenn du ein Level verlässt und drückst in die gleiche Richtung den Stick, in der Hoffnung, dass du einfach weiterläufst, und dann läufst du wieder zurück. Das ist eklig. So, hier liegen auf jeden Fall schon mal viele Eier rum. Das ist schon mal lobenswert. Eier, Eier, Eier. Ich mach mir heute einen Eierkuchen. Ah! Shit, ist das schnell, Alter. Boah, ich bin auch bald tot, ne? So, den umgehe ich mal in einem großen Bogen. Und hol mir Eier, Eier, Eier. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht wieder aus, ey. Guck mal, sind wir schon wieder bei 30 Eiern. Und haben somit unsere Geschosse schon wieder gut aufgefüllt. So, jetzt in die verlorenen Wälder. Irgendwo gab es eine verschlossene Tür. Die haben wir aufgemacht. So, mir muss auch gar keiner pfeifen. Wir sind hier fertig. Hier, die Eier nehmen wir auch noch mit. So, guck mal. 40 Eier. So schnell geht's. Sind wir schon wieder auf einem ganz guten Status hier. Wäre auch echt traurig gewesen, wenn wir das nicht mehr geschafft hätten, das Level. Wir haben so gute Vorarbeit geleistet. Ich konnte halt aber auch echt wenig damit anfangen. So. 40 Eier. Und wir... wo bin ich gerade reingekommen? Hier, oder? Das sah schon für mich schon wieder so komisch aus hier. Genau. Eine Schatzkiste. So, und ja, irgendwo war hier jetzt noch eine verschlossene Tür, die haben wir geöffnet. Komm schon. So, da waren wir schon fertig. Hey. Ah, die Tür war es, ne? Ach ja. Hier waren wir auch schon, genau. Die Tür war vorher aber auch nicht offen, oder? Ich glaube nicht. So. Aber wenn hier überall Eier rumliegen, die nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Um unseren Stand hier wieder weiter aufzubauen. Unseren Eierstand. Da kommen wir nämlich jetzt schon auf die 50. Sehr gut. Das erfreut mein Herzchen. So, Frage. Gab es jetzt eigentlich so ein unsichtbares Ding?
Ach, da gab's nur ihn. Ach, da gab's echt ein Loch. Shit. Nee, will ich gar nicht. Ich will da gar nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Ich muss doch weiterlaufen. Aber die nehme ich gerne mit. So, denn wir sind ja aktuell ein bisschen schwachbrüstig. So, reicht. Wir haben auch bald wieder ein Leben mehr, ne? Ein Lebenspunkt, sag ich mal. Warum ist die Kamera gerade schon wieder so eklig? So, wir müssen, glaube ich, hier lang. Nein, das war falsch. Shit, wir müssen geradeaus. Okay, auf ein neues. Ja, da wird halt appelliert an die Leute, dass die den Weg durch die verlorenen Wälder können, ne? Aber im Banjo-Kazooie-Style. Naja. So. Jetzt aber rechts, oder? War wieder falsch. Oder, nee, wir sind... Doch, war wieder falsch. Links. Wir müssen doch links gehen. Die hätten ja ruhig mal die Musik lauter und leiser machen können, aber nein. Hier wird appelliert daran, dass man das Spiel kennt. Kommen wir dann eigentlich an auf dieser verlorenen Lichtung raus? So, warte mal, jetzt muss ich... geradeaus. Links. Rechts. Muss ich wieder geradeaus? Hä? Ich meine, wo ist denn der Durchgang nach Coronia? Hä? Wo ist er? Okay, noch eine Runde. Oder ist das anders aufgebaut? Verwirrt mich gerade sehr das Spiel. Links. So, dann gehe ich nochmal geradeaus. Aber scheint auch falsch zu sein. Aber nochmal gerade, nochmal links. Hey, wir gehen doch nicht zweimal links, oder? Ich check's nicht. Oder mache ich gerade irgendwas falsch? So geradeaus, ne? Rechts. Er ist ja allgemein anders aufgebaut. So, hier ist das. Dann gehst du hier. Dann gehen wir geradeaus. Dann gehen wir links. So, dann gehen wir nochmal links. Scheinbar. Oder, warte mal, ich gucke mich hier nochmal um. Wenn nicht, gehe ich da lang. Weil wir waren jetzt... Nicht, dass hier noch irgendwo so ein Geheimnis einfach auf uns wartet. Dann gehe ich jetzt nochmal links. Hey, dann hat... Hey, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ah, hä? Okay, wir sind da. Aber das war nicht der richtige Weg, glaube ich. 450? Hab ich. Boah. Ja, erschreck mich doch nicht so. Das ist ein fetter Geist, Junge. Oh, geil. Die Musik aus Twilight Princess einfach. Hi. So, was sind das jetzt hier für... Das ist so cool gemacht, ne? Ah, goldene Feder, ja. Ja, ich brauche eigentlich die goldenen Federn, ne? Um die Geister zu besiegen. Da kriege ich nicht mal was für. Nicht mal ein Leben oder so. Auch sehr interessant hier. Dieses Level. Rote Federn. Auch keiner. Ne? Hä? Hier ist nichts doch. Ein Leben nach dem Tode. Ist hier auch was auf dem Grund? Eine goldene Feder. So, und wieder nach oben. Ja.
Ich will trotzdem mal gucken, wo es hier lang geht. Ist auch wieder eine goldene Feder. Und dann kommt der Endgegner, das Horror-Kit. Oh Mann. Oh, ich kann auch einfach vorbeilaufen. Gut zu wissen. Ja, das geht ganz einfach. Okay, in der Mitte haben wir jetzt quasi so ein Ding. Theoretisch, wenn ich den besiege, komme ich in einem Loch rein. Mit einer Feenquelle. Theoretisch. So, was haben wir hier? Eier. Eier finde ich gut. Aber Leute, ich würde sagen, was uns dort oben erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken und kommentieren. Tschüssi Leute, bis zum nächsten Mal zu Banjo-Kazooie, The Jig is of Time.